Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil 2. Was wir heute machen, was du heute kannst besorgen, das verschieben wir nicht auf morgen. Nach diesem Motto leben wir heute, beziehungsweise spielen wir heute. Und gucken jetzt erstmal, ob vom letzten Mal der Liquor überlebt hat. Weil wenn nicht, dürfte jetzt hier eigentlich eine Leiche liegen. Oh, nice. Hat anscheinend funktioniert. Sehr gut. Was? Du stinkender Wichser, du fucking Arschloch, Drecks. Hat er gerade vergessen, dass ich da bin? Was steht der hier, Alter? Du ein Stück Scheiße, Alter. Ich hasse dich. Du schlägst zu wie ein Mädchen. Und das sagt ein Mädchen, das tot ist. Naja. Was stand da? Pusterohre. Du bist auch ein Pusterohre, der Typ, der... Servus. Wo? Moment. Alter. Alter. Ich wollte schon sagen, was? Der kann hier rein. Heilige Mutter Gottes. Servus. Jonathan. 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 Jonathan? Das ist eine Sackgasse, verdammt. Jetzt kann ich ihm nicht mehr hinterherlaufen. Oh, ah, das gesehen. Jonathan? Okay, das ist aber nicht der Grund, warum wir hier sind. Wow! Ich dachte, das resettet, wenn man hier rein und raus geht. Ein Scheiß resettet das. Ich läuft da nicht nochmal in die Sackgasse, dieser Vollidiot. Na, das kann man schon von jemandem erwarten, der sich selbst Jonathan nennt. Natürlich geht er die... Junge. Aber es sah gerade nicht so aus, als würde er da stehen bleiben. Der hatte gerade einen ziemlichen Schwung drauf. Jetzt warten wir noch. 5, 4, 3, 2... Eins. Ja, perfekt. So. Kurze Verzögerung. Mit meinem Boy, Jonathan. So. Ey, der Wagenheber. Kam der Typ damals nicht dann einfach rein? Ja, wenn mich nicht alles täuscht, war das so. War das alles in dem Raum? Gott, Alter, der Raum macht einen richtig fertig. Jetzt war's alles, okay. Okay, also. Wir haben den Wagenheber. Ja, das heißt, alle unsere Probleme sind gelöst. Das heißt aber... Bevor wir den benutzen, brauchen wir noch das Zahnrad. Wir müssen nochmal zurück. Weil wir brauchen das Zahnrad, weil sonst bringt es uns nichts, in den Unturm zu kommen. Alright. Ich gerade wieder ein bisschen Scheiße aufgehoben, genau. Zack, weg, zack, weg. Dann Zahnrad, zack. Und dann den Inventarplatz kriegen wir wieder frei. So zumindest einer.
Und gutes Schießpulver holen wir uns. Ja, aber das Zahnrad verlieren wir eigentlich auch wieder. Also, und den Schlüssel. Oh, nice. Hä, hey, was? Kombinieren? Achso, verpiss dich. Ja, doch, es müsste eigentlich passen. Also, eigentlich sollten wir zwei Items verlieren und ich denke, also vier Items werden wir wahrscheinlich auch finden, aber ja, das wird dann schon passen. Okay. Ich finde es immer so angenehm, wenn man gespeichert hat, nachdem man was Wichtiges erschafft hat, weil dann ist es immer nicht. Weil. An sich ist das Sterben und so juckt mich ja nicht, aber es juckt mich schon, wenn ich gerade so viel geschafft habe oder gerade ein Item gefunden habe und dann fuckt es mich richtig ab. Ich meine, es fuckt mich so auch ab, aber nicht so schlimm wie wenn. Warum ist dieses Scheißbüro hier noch rot? Ich könnte so kotzen, ey. Aber es ist vollkommen Wurst, ey. Wen juckt ein Item? Dafür sind wir schon viel zu abgehoben. Lol. Ich dachte gerade, da hängt einer von der Decke. Wäre lustig, wenn mir das nie aufgefallen wäre. Aber gut. Warum kommt der Typ eigentlich immer genau dahin? Das ist so unlogisch, Alter. Diese scheiß Polizeistation ist halt riesig. Ich meine, allein die fucking Tiefgarage ist gigantisch groß. Und dann auch alles dazugehörige. Like, what the fuck? Wie kann der mich immer so schnell finden? Ich meine, gut, okay. Wir waren gerade im gleichen Gebäudeteil und es wäre ziemlich dämlich, wenn er mich da nicht wiederfinden würde. Weil ich mich ja literally nicht von der Stelle bewegt habe eigentlich. Also beziehungsweise nicht vom Stockwerk. Das hat er gehört. Das hat er gehört. Und warum lebst denn du fettes Stück Scheiße noch? Da lebt ja noch einer. Okay, ich glaube, das müssen wir nochmal machen. What the fuck? What the fuck? Was war das gerade für eine beschissene Kameraperspektive? Haben wir nicht eine Waffe mit Schalldämpfer? Ja, wäre verdammt klug gewesen, die zu benutzen. Ja, okay, warte mal, das machen wir nochmal, oder? Oder? Jetzt muss ich den halt erst loswerden. Ah, scheiße, der kann hier einfach runterspringen, ne? Oh fuck, was mache ich? Das fragt der Typ sich wahrscheinlich auch. Was zum Teufel? Da lebt noch einer? Ich habe hier keinen einzigen gekillt. Naja, gut, okay. Ich habe wahrscheinlich keinen einzigen Zombie in dem gesamten Spiel gekillt. Never mind. Das machen wir jetzt einfach so lange. Das machen wir jetzt einfach so lange. Bis ich diese scheiß Regale darüber geschoben habe. Was eigentlich die beste Taktik ist, weil so kann man wenigstens sicher sein, dass der Typ nicht wiederkommt. Weil du weißt ja immer, wo er ist, sozusagen. Lauf jetzt nach unten. Ja, okay. Es wäre eine gute Taktik, wenn hier mal alle Zombies tot wären. Was zum... Alter, habt ihr gesehen, wie verbuggt das ist? Das ist überhaupt... Die po Zombies sind überhaupt nicht supposed, dich anzugreifen, wenn du das bewegst. So verbuggt war das gerade. So, genauso sah das aus. Da hat sich das Spiel selber gedacht. Moment mal, das sollte eigentlich gar nicht so sein. Gut, normalerweise tötet man die Zombies wahrscheinlich auch einfach vorher, aber hey, it's Chris. And Chris does not do things like every other Chris does things like this. Nicer englischer Satz, ich weiß. Reicht das nicht schon? Wie geht's deinen fetten Arsch klären, Alter? Sonst trete ich dir persönlich in die Eier. Das reicht noch nicht. Hätte das Ganze wahrscheinlich auch erheblich kürzer machen können, aber ich will die Spannung aufbauen. Ich habe beim letzten Mal schon verkackt, deswegen probiere ich es jetzt nicht. Wisst ihr noch? Beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, auch probiert und dann hat er mich da oben voll verdroschen, weil ich noch nicht rüberspringen konnte, weil ich dachte, drei reichen. Und ich das vierte Regal noch nicht geschoben hatte. Scheiße, das reicht nicht. Einmal nach rechts ziehen, ey. Was bist du eigentlich für ein blödes Arschloch, Jonathan? Du könntest einer Frau auch mal zur Hand gehen. Was für ein ungehobelter Drecksack.
Komm, komm, komm. Was ist das überhaupt für ein Foto, Alter? Eine Frau, die nach 50 Rahmen greift. Ein Foto ist es auch nicht, aber okay. So, jetzt aber. Außer ich verkacke. Okay, woo. Woo. I just wanna feel it out. Woo. Mir fällt gerade auf, ich bin ein vollkommener Vollidiot. Ich habe ihn extra ein bisschen delayed. Wo ist er? Oh, da. Ich habe es extra ein bisschen delayed, dass er nicht da wieder hochklettert. Das ist mir gerade eben eingefallen. Der kann da anscheinend ja gar nicht hoch und runter klettern. Oh, jetzt dachte ich gerade, er schneidet mir den Weg, aber das kann er ja gar nicht. Ah. Oh Mann, ey. Manchmal haue ich schon Dinger raus, das glaubst du gar nicht. Den habe ich nicht gesehen. Mann, willst du mich verarschen? Ich habe nur den anderen dahinter gesehen. Kommt der Hutmann? Ja. Aber damals ist er mir nicht in den Uhrenturm gefolgt, meine ich. Aber eigentlich kann ich ihn jetzt easy abhängen. Jetzt einfach eine komplette Runde drin. Ist zwar saukommen. Vollkommener Scheißdreck, aber. Ja. Machst du bitte die Tür auf? Danke. Ach komm. Das hat man davon, wenn man niemals. Oh, scheiße, wo muss ich hin? Wenn man niemals einen Gegner tötet. Ja, man muss fairerweise auch sagen, das Spiel ist einfach scheiße, was das angeht. Okay. Wieder über 500 Ecken und Kanten. Aber ein Vorteil hat das Ganze. Wir können kurz abspeichern. Abspeicher, Boys. Was? Ah ja, hier. Ja, okay, wir haben ja erst genug Inventarplatz eigentlich. Das heißt, wie laufen wir am besten jetzt? Wir müssen nochmal den kompletten. Oh, scheiße, ich muss ja nochmal. Ja. Muss nochmal den kompletten Weg übers Dach laufen, Alter. Das ist so eine Kacke. Oder? Nein, Moment. Kam ich nicht gerade von oben? Nee. Aber doch. Entweder übers Dach oder über den Lagerraum. Und über den Lagerraum ist jetzt wahrscheinlich nicht so klug. Aber das ist eigentlich auch so, das sind eigentlich so immer die besten Punkte. Bei Leon ist die Leiter weggebrochen und man löscht zweimal den Helikopter. Das sind einfach so Sachen, ich meine, haben wir ja auch schon tausendmal drüber geredet, okay, ich meine, man kann schon so machen. Aber wenn man diese Sachen so getrennt voneinander machen kann, dann kann man nicht die Charaktere nebeneinander spielen lassen. That just doesn't make fucking sense. So. Jetzt hat keine Ahnung, wo der Typ ist. Aber er dürfte auch wirklich keine Ahnung haben, wo ich bin. Also, naja, gut, eigentlich stimmt das nicht. Also. Er weiß ungefähr, wo ich war. Und ich auch. Das Problem ist halt nur, ich gehe dahin, wo er ist, beziehungsweise war. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er da immer noch ist, ist recht hoch. Wait, what? Lol. Warum hat das gerade so geruckelt? War bei meiner Imagination. Junge, wie ist es überhaupt möglich, Mann? Ohne Scheiß. Gehen wir jetzt einfach mal hier rein und gucken, ob er reinkommt. Weil ich meine nämlich, damals konnte ich hier in Ruhe machen. Und er konnte nicht. Und ich glaube, das geht hier nicht, ne? Ja, das musst du oben reinmachen. Ich meine, das hier ist ein Safe Room, aber ich bin mir nicht sicher. Man muss erst die Treppe runterfahren lassen. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparaturen fordern. Weiterhin von der Folge des Besagten werde ich Maßnahmen zu sehen, um der Glocke betreiben, dass das Joch zu brechen droht. Ah, hier. Muss aber auch fairerweise sagen, wenn das hier kein Safe Room wäre,
Das wäre ja komplett bescheuert. Ich meine, das ist alles eine Sackgasse. Du musst die ganze Zeit hantieren hier mit den Rädern. Ich meine, muss man einfach fairerweise sagen, wenn das kein Safe Room wäre, dann wäre das ja kompletter Scheißdreck. Also ich meine, ist es auch so, aber... Spaß. So. Kleines Zahnrad und was muss man hier nochmal machen? Ah nein, hier muss das Große rein, genau. Funktioniert. Funktioniert einwandfrei. Zack. Jetzt haut's doch dann das Ding da runter, ne? Weil die Glocke dann doch bimmelt, oder? Ah nein, 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 nein. Unten muss ich erst noch das Kleine reinmachen. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt müsste der Glockenbeam. Wartet mal, was ist denn nochmal da hinten? Lecker? Ich glaube, das war bei Liam genauso, beziehungsweise ich glaube, da war so ein Wackelkopf war da, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Zack. Jetzt müsste es runterfahren. So krass wie die Glocke so. Irgendwie Aegis kommt mir sau bekannt vor. Hat geklappt. Ach was, Sherlock Holmes. Yay, verpacktes Elektronikteil. Yay, yeah. Yeah. Ach so, na, das ist es ja. Das heißt, die Garagenschlüsselkarte bekommen. Das heißt, wir verpissen uns jetzt von der Polizeistation, ne? Eigentlich. Aber was ist mit der Kurbel und was mit den ganzen anderen Sachen? Ah, vielleicht kann man die Kurbel bei Claire gar nicht bekommen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber vielleicht. Ich bin einfach nur wieder zu inkompetent dafür. Leben kriegt ihr mich nie, ihr Schweine! Scheiße. Leben kriegst du mich nie, du Hurensohn! Okay, wir sind ebenbürtige Gegner, würde ich sagen. Aber sorry, Mann. Eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss. Din, 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 Okay, die Action ist vorbei. Puh, verdammt nochmal, waren das spannende 30 Sekunden. God damn. Okay, aber ich bin stolz auf uns. Wir haben ganz schön viel erreicht jetzt die letzten zwei Folgen. Brauchen dann noch neues Food? Alter, wir haben kein rotes Kraut mehr. Ey. Scheiße, das wird nicht so geil. Naja, gut, okay, eins gemischt haben wir noch. Ein gemischtes haben wir noch. Was ist das? Haben wir noch irgendeinen Müll dabei? Nee, okay. Ach, Entschuldigung. Speichern wir das noch ab. Dann holen wir uns beim nächsten Mal die Garagenschlüsselkarte und hoffentlich verpissen wir uns dann, weil ich hasse diesen Ort. Mach's kurz rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.